stehst im Weg. Ja, gib ihr mal eine richtige Schelle. Einen richtigen Schwinger. Ja, hier steht noch einer. Okay. Ach komm, die reichen auch. Machen wir die erstmal voll hier, oder was? Let's go. Einfach mal an dem hier vorbeigeübt. Okay, dann machen wir die zwei Wagen auch noch dazu und dann alle voll. Dann haben wir schon mal gut Holz. Man muss auch sagen, es ist ja alles über sehr lange Zeit hier entstanden. Und, aber mittlerweile, ein Wagen steckt im Weg fest. Ein anderer Wagen liegt da hinten auf dem Dach. Ein Wagen, wegen einem Armsi oder Cowman oder Spinne, ich weiß nicht mehr, welcher Mutant das war, hat den Wagen hier ins Wasser gekickt. So, hier liegt auch noch ein Wagen, ja, wo man nicht mehr drankommt, den man da nicht mehr rausbekommt. Außer man macht ihn kaputt. Und hier habe ich vielleicht irgendwann mal verkackt und hier steht noch ein Wagen, der genau so an der Ecke hier, weil ich mich gedreht habe und hier durch wollte, auch nicht mehr nutzbar ist. So, alle Wagen wieder leer. Eieieiei. Und sich überall mal einfach so am Weg ransetzen kann, bis in die... Er ist einfach da drin. Was los, Bruder? Eingesperrt! Kann man den da wieder nicht drin treffen? Eieiei. One hour later. Ja, komm. Ich komm da nicht ran, Junge. 2 hours later. 3 days later. Jetzt liegt er da auch noch, wo ich nicht dran komme. Doch. Komm her, Junge. 6 months later. Da geht's auch nicht weiter. Jetzt liegt der da wieder. Kann ich in seinen Zeh hacken? Nee. 75 years later. Ja, endlich. Junge. Headshot, Kollege. Brauchst dich hier gar nicht so anschleichen. Was da los? Der Rest rennt weg. Direkt, die haben gesehen. Oh mein Gott, habt ihr den Shot gesehen? Er hat uns nur gehört, sich umgedreht. Bolzen in den Kopf. Gar keine Chance gegen den. Lass mal lieber flitzen. Ui. Was eine fette Gruppe hier. Let's go, Headshot. Okay, dann nehme ich aber lieber Bogen. Oh, von hinten. Ich wollte auch noch kurz die Sekunde. Kurz die Sekunde, bitte. Oh, Megan! Megan, Baby! Was ist hier los? Was ein schöner Tag im Wald. Erstmal richtig dick schon an der Stadt weitergebaut. Schon einiges heute geschafft. Ne, die Büsche sind immer noch nicht nachgewachsen. Und jetzt ist hier einfach Megan. Und eine richtig dicke Gruppe. Megan, Baby! Genau, hier sind wir. Oh, 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 oh. Ah, sie kackt gerade erstmal Babys, okay. Headshot! Oh, noch eine Spinne. Ich glaube, ich spinne. Jetzt geht's hier aber ab. Megan, jetzt geh hier nicht weg. Was ist denn los? Oh. Genau drüber. Du stehst im Weg. Ja, gib ihr mal eine richtige Schelle. Einen richtigen Schwinger.
Der war knapp. Boah, der hätte mich jetzt knocken können. Okay, die ist weg. Baby auch weg. Zack, 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 zack. Kurz die Rüstung gegönnt. Kommt auch noch ein Armsi. Jetzt geht's los. Die wäre fast auf meinem Kopf gelandet. Und das nur, weil ich feil- und rüstungsgierig war. Einfach schon wieder Megan. Gestern Megan plus Wurm, Transformer. Heute schon wieder Megan. Große Kanni-Gruppe. Richtig geil. Jetzt geht's doch hier mal ab. Let's go. Hops geschlingelt. So, Pfeile her. Ausrücken da. Korrekt, da haben wir auch wieder richtig gut Rüstung schon mal. Maggie, Maggie, Maggie. So. Wenn wir mit den Wagen jetzt durchsehen, kann ich gerne mal einfach einmal drüber fliegen und mal zeigen, wie groß und wie viel Fläche die eigentlich wirklich jetzt mittlerweile einnimmt, weil das ist richtig krass. Wenn man da so durchläuft, dann wirkt das gar nicht mehr so, weil halt man so durch die Gänge und so läuft. Aber wenn man das mal von oben und von der Seite und so sieht, wie viel und wie viele Häuser das eigentlich sind, ist das schon ganz schön krass. Ich konnte halt selber nicht glauben, als ich letztens einen gesehen habe, der da gezockt hat. Ich dachte echt so, Junge, was, so groß war die Insel? So groß wirkt die aber dann doch nicht. So, Leute, jetzt zeige ich mal alles von oben. Wir machen mal einmal hier den Flymode rein. So, Freunde. Das ist das. Boah, es ist so krank. Machen wir ein bisschen schneller. So. Wenn man von hier hinten kommt. Alter Schwede, es sieht so krank aus. Hier kommt man aus dem Wald. Dann hat man hier die Brücke, geparkte Autos, kleine Shops. Direkt erstmal eine Häuserreihe mit Fertighäusern. Hier quasi den Campingplatz einmal mit Baumhäusern. Hier kommen dann noch die Autos dazu. Dann kommt man hier zum Gleiterturm. Richtung Stadtkern kommen die größeren Häuser. Immer mit ein paar Fertighäusern dazwischen. Halt auch da selbstgebautes Haus, Fertighäuser, Schuppen. Richtung Stadtkern. Stadtkern ist dann quasi Kirche, Kreuz, Häuser, Essen, Feuer, Trinken, alles hier halt so. Dann kommen wieder erstmal Häuser. Hier hinten ist dann noch die Baumhausallee. Sieht jetzt ein bisschen nackig aus, weil hier alle Bäume gefällt sind. Aber dazwischen sind halt die Baumhäuser. Dann geht es hier hinten um die Ecke bis zum See. Dann hier weiter Richtung Farm. Hier ist die Blaubeerfarm. Auch nicht mehr alles voll, aber hier sind noch gut Blaubeeren. Und dann kommt man quasi zum hinteren Teil. Auch wieder die Fertighäuser und so dazwischen. Hier nochmal Aussichtspunkt. Lockholder. Auch nochmal ein Baumhaus. Und halt jetzt hier der letzte Teil bis hoch. Hier auch nochmal die Zipline. Und dann halt alles hier. Das ist jetzt noch der letzte Teil. Und die Häuser haben wir heute fertig gekriegt. Das haben wir fertig gekriegt. Den Schuppen, hier das halbe Haus, überall noch was. Boah, guckt euch das an, wie das aussieht. Guckt euch das an, wie das aussieht. Alles mit Blut, Schweiß und Tränen.